Wo ist mein Zuschnitt hin? Der ein oder andere fragt sich, kann das denn sein? Die schicken mir eine ganze Rolle. Ich habe doch nur einen Zuschnitt bestellt. Jawohl, herzlich willkommen bei selbsttelefon.com. Mein Name ist Michael Maus. Wenn Sie irgendwo Zuschnitte auf Klebefolien in Auftrag geben, dann werden diese überwiegend auf einer Rolle produziert. Und genau diese Rolle wird Ihnen dann zugeschickt. In diesem Fall sind zum Beispiel 5000 Zuschnitte drauf von einer transparent matten Klebefolie. Diese kann man dann einzeln entnehmen. Wir markieren zusätzlich den Anfang eines Zuschnittes mit solch einem Aufkleber, damit Sie auch genau wissen, wo Sie hingucken können. Denn bei manch anderen Zuschnitten oder wenn Sie verschiedene Größen, verschiedene Dimensionierungen bestellt haben, dann wird natürlich auch das überflüssige, überschüssige Material mitgeliefert. Meine Empfehlung ist daher, zuerst das überschüssige Material vorsichtig zu entfernen, denn dann können Sie auch einmal nachmessen und die Zuschnitte den jeweiligen Oberflächen zuordnen. Ganz wichtig auch beim Entfernen des Randes, einfach mal gucken, wurde der Endpunkt auch richtig getroffen. Normalerweise wird hier ein Überschnitt gemacht, aber es kann vorkommen, besonders bei ganz langen Zuschnitten, dass um 2-3 mm der Endpunkt nicht erlangt wird. Das ist mit ein Grund, warum wir normalerweise nur bis 2 Meter zuschneiden. Also, wenn Sie Ihren Zuschnitt suchen, schauen Sie, ob da vielleicht ein Aufkleber ist oder einmal gegen das Licht, denn dann sehen Sie eine ganz feine Linie, wo das CNC-Gerät mit dem Messer im Prinzip geschnitten hat. Bei Sonnenschutzfolien, Gebäudeschutzfolien und bei Klebefolien ganz dünnem Liner. Der Liner ist im Prinzip das Trägermaterial, das kann ein Papier oder eine transparente Folie sein. Kommt es vor, dass das Messer durchschneidet. Das ist allerdings nicht schlimm, denn im Endeffekt zählt nur der Folienzuschnitt. Sonnenschutzfolien und wie gesagt einbruchhemmende Folien, transparent farbige Folien mit transparenten Liner werden deshalb auch teilweise anders produziert mit einem sogenannten Stanzschnitt, wo Stege stehen bleiben. Teilweise werden die Zuschnitte dann auch bereits entfernt, damit Sie es einfacher haben. Problematischer wird es dabei dann beim Versand. Denn wenn mehrere Zuschnitte in unterschiedlichen Größen aufeinander gewickelt werden müssen, kann es an den Enden zu Knicken und so weiter kommen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir die Restfolien, also den Rahmen um die Zuschnitte, mitliefern. Hier kommt es nicht zu diesen Knicken und vielleicht hat man ja für die Reste auch noch irgendwo einen anderen Einsatzzweck. Okay, wir machen übrigens zwischen 50 und 100.000 Zuschnitte pro Tag, liefern das als Bogenware, auch als Rollenware, wie eben zu sehen aus. Wir machen das aber auch schon bereits ab einem Zuschnitt. Zuschnittsrechner finden Sie online. Wenn Sie natürlich 1.000, 10.000, 500, 200 Zuschnitte haben, dann sprechen Sie unseren Innendienst bitte einmal ganz kurz an. Wir können Ihnen da auch ein individuelles Angebot erstellen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.